Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Prison Art Attack. So, Küche haben wir soweit fertig, Besucherraum ist fertig, Einlieferung ist fertig, Strom und Wasser ist fertig, Duschraum, Kirche, vorzeitige Entlassung. Soweit sind wir ungefähr schon. Das ist schon gar nicht so schlecht, ja? So langsam wird's, Leute. Es wird. Zwischendurch hier nochmal grob rüberfliegen. Wir sind jetzt bei 179. Ich bin schon der Meinung, ob wir jetzt nicht erstmal beigehen und den Knast nochmal etwas vergrößern für die normalen. Wie viel Schwerverbrecher haben wir denn jetzt noch? Das wird irgendwie immer mehr. Jetzt haben wir wieder 31 Schwerverbrecher, oder was? Was mich interessiert, ich sage jetzt mal, ich würde diesen... Was ist denn jetzt los? Achso. Ich würde diesen Bereich jetzt als Schwerverbrecherbereich machen. Normalerweise müssten sie ja dann die 31, die da sind, hier rüberholen, ne? Eigentlich ja schon. Meiner Meinung nach. So, wir werden wieder die Werkstatt genauso groß bauen. Ich fand die Idee mit den zwei Werkstätten, zwei größer müssen wir sie wahrscheinlich bauen. Das wäre 28, 26, wir müssen 30 mal 26 machen. 30 mal 26, wenn wir sie hier hinkriegen, so groß. 30 mal 26. Ja. Perfekt. Das wird die Werkstatt in zweiteilige Ausführung dann. Hier oben ein Eingang und dann später hier unten. Aber die müssen ja jetzt erstmal das Teil bauen. So, Werkstatt haben wir dann auch. Hier unten soll noch eine Putzkammer hin. Putzkammer muss absolut, kann absolut klein sein. Also, nee, geht gar nicht. Wenn da die Werkstatt hin muss, müssen wir hier Bäume hinpflanzen. Das können wir nämlich dann jetzt schon mal machen. Und zwar Bäume, nein, Raum müssen wir dafür einrichten. Und zwar können wir dafür einrichten, wo ist der Baumstamm? Da, Baumschule. Ja, wir brauchen hier eine Baumschule. Und zwar ungefähr so. Genau so. Dann hätte ich dazu gerne noch, dass das ein bisschen schöner aussieht, hätte ich dann hier gerne noch so einen Dreierweg runter. So. So gefällt mir das schon. Nur noch 70.000, trotz dass wir die ganze Zeit Einnahmen haben, geht die Kohle ganz schön flöten. Also da muss ich jetzt noch etwas aufpassen bei, weil das Teure kommt ja erst noch, wenn wir den Knast mit den ganzen Zellen und so bauen. Das wird dann erst richtig losgehen. Was wir auf jeden Fall nochmal bräuchten, wäre ein paar neue Gärtner. Also ich bin der Meinung, 5 neue können nicht schaden. 5 neue Gärtner und 5 neue Hausmeister. So. Das ist schon mal der Anfang, um diesen Bereich hier so einigermaßen mit sauber zu bekommen und dies und jenes. Hier fehlen immer noch die Stromkabel irgendwie. Trotz, dass wir es da durchgezogen haben. Schon etwas komisch. Ah, jetzt haben wir doch wieder die Dinger falsch umgebaut. Naja, gut. Ändern können wir es nicht. Okay, Bäume kosten uns natürlich jetzt auch ziemlich viel Geld, weil wir natürlich jetzt schon die Baumschule gemacht haben. Okay, jetzt ist Essenszeit und dann ist sowieso wieder Pennen angesagt. Normalerweise dürften diese Räume ja noch nicht mitbenutzt werden. Der Gärtner müsste jetzt hier so langsam anfangen, die Sachen auf die Reihe zu bekommen.
Da ist ziemlich viel Arbeit, was jetzt hier ansteht. Was haben wir denn noch an? Wir könnten natürlich auch noch mal gucken. Wir haben 25, 20 Arbeiter. Hier gibt es auch noch mal 5 neue. Ja. 5 neue Arbeiter können wir immer gebrauchen, Leute. Ja, immer. 77% haben gegessen. Essen sieht ganz gut aus. Oh, hier wird sogar noch mal Essen hingestellt. Finde ich ein bisschen spät, oder nicht? Ich glaube, wir haben ein bisschen wenig Köche. Wir erhöhen mal auf 16. Ich glaube, dass das ein bisschen wenig Köche waren. Weil genug Serviertische haben wir. Wir haben auf jeden Fall genug Herde für diese paar Mannequins, die hier hinkommen. Ich gehe davon aus, dass die Köche nicht hinterhergekommen sind. Da sind zwar Nebenkosten, die dadurch ganz schön steigen, aber auch akzeptabel, weil wenn die Leute natürlich besser zufrieden sind, ist das natürlich auch zum Vorteil. Einen Klassenraum brauchen wir noch. Den habe ich vergessen. Den Klassenraum können wir hier reinproppen. Ja, das machen wir mal gerade in eine. Nein, da brauchen wir nicht planen, den proppen wir da gleich einfach so rein. Ja, da können wir auch wieder Ziegel nehmen. Ja, das ist ein perfekter Klassenraum. Weggenommen. Da war ein Fehler. So gefällt mir das. Und hier eine große Gefängnistür hin. Und hier kommt mal eine Personaltür hin. So. Hätten wir da noch den Klassenraum. Wir müssen natürlich immer erstmal warten, bis die Mitarbeiter hinterherkommen. Okay, am Wegräumen sind sie. Die haben schon wieder Freizeit. Es ist angenehmer geworden. Also durch dieses nur Freizeit ist es angenehmer geworden. Aber noch nicht perfekt. Und es liegt wahrscheinlich daran, weil wir immer noch hohe Gefangene hier mit drinne haben, in dem Bereich hier. Und die hauen sich einfach nur was aufs Maul, ja. Die können sich einfach nicht riechen, die Leute. Es ist wirklich so ein Hauptproblem. Ich bin schon überlegen, ob wir den ersten Knast nicht hier unten hinbauen oder dieses hier unten wirklich komplett nur für Maschinen und andere Gedönssachen benutzen und oben dann den Zellenblock hinbauen. Muss ich beobachten. Oder noch ein bisschen überlegen, wie ich es baue. Das sollte die Werkstatt werden. Legen wir so ein Kabel. Können wir hier schon mal ein Kabel hochlegen und auch hier runterlegen. So. Das haben wir auch. So, Werkstatt. An die Werkstatt wollte ich ja gerne noch einen genau. Eine Wäscherei haben. Ja. Wäscherei, Leute, Wäscherei. Zu klein ist scheiße. Ja, wir machen mal 11. 11 mal 11. 11 mal 11 ist schon ganz okay. Eine Putzkammer brauchen wir auch nochmal. Die machen wir genauso. Auch 11 mal 11. Putzkammer, Wäscherei, Werkstatt, Küche ist Arbeitsabteilung. Eigentlich haben wir alle Arbeitsabteilungen. Eigentlich ja. Ja, das hier soll das Arztzimmer ja werden. Das können wir auch schon mal einrichten. Eins, zwei, drei.
So rum müssen die. So. Büros. Ja, 6x6. War doch richtig. Na, warten wir gerade, bis wir das fertig gebaut haben. Lassen wir mal gleich auf die Räume, nicht, dass wir hier gleich wieder unsere Mitarbeiter einsperren. Personaltüren brauchen wir nicht aufmachen, das geht, der Rest geht von alleine. 177 haben wir jetzt, okay. Ja, wahrscheinlich werden sie die ganzen Bäume, die hier wachsen, auch erstmal zu der anderen Tischlerei bringen, aber das ist gar nicht so dramatisch und auch gar nicht so schlimm. Was einfach übel ist, dass wir mit der dass die 25 Mitarbeiter gar nicht mehr so hinterherkommen. Wir haben jetzt 49.000 nur noch. Also es kommt auch bald, glaube ich, der Punkt, wo ich wieder aufhören muss. Ich kann natürlich auch beigehen und erstmal eine kleine Zelle bauen. Also es müssen ja nicht gleich solche Riesendinger sein. Aber eigentlich war so geplant, dass hier unten so dieser Arbeitsbereich ist. Hier oben muss ja noch eine Isolationszelle hin und wir brauchen ja nicht diesen ganzen Knast hier neben für zum Einziehen. Das ist ja auch Bullshit, Leute. So. Auch fertig. Müssen wir da noch Strom hinziehen? So. Hier unten fehlt uns so ein bisschen Strom. Hier sieht das überall ganz gut aus. Ich glaube, hier müssten wir auch noch ein paar Tische und Bänke rein. Ich glaube nicht, dass das reicht, aber werden wir sehen. Da mache ich mir jetzt noch nicht so den großen Kopf drum. Hier ist ein Baufehler drin. So muss das. So. Und so. Sehr schön. Ziehen wir mal komplett durch, würde ich sagen. Und dann haben wir immer
hier so angeschlossen. So. Duschraum fertig. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Dass sie sich hier immer in die Haare kriegen. Seid ihr alten Haarenpenner oder was? Junge, 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 Junge. Ah, ich glaube, dass ich das noch 93. Wo? Wo ist ein Aufstand? Da. Kriegen meine Wachen das hin? Nee, das ist falsch. Brauchen wir welche? Oder kriegen sie es so hin? Ach scheiße, nein. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen die. Ab geht's. Aufräumkommando. Du, 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 du. Nichts mehr, oder was? Oh, warum immer rechte Maustaste, bitte? Bewegt euren faulen Arsch. So, wie viel noch? Das war's. Fertig? Ich denke. Abreise. Ich denke, das war's. Ich hoffe, dass es das war. Keine Ahnung, was passiert ist. Nichts Großartiges mitbekommen, weil wir hier ja fleißig am Bauen sind. Ich hätte gedacht, das würde jetzt nicht wieder passieren. Gerade weil wir eine Razzia hatten. Eigentlich wären sie dadurch ja immer ein bisschen ruhiger. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, ob wir dann abends mal eine Abriegelung machen müssen. Keine Ahnung. Müssen wir mal abwarten. Ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten bei Purzen Art Attack. Wir hören uns morgen wieder. Mein Knast. Bis dann. Tschüss.